Arianwyn's vision had proven true. The fallen Dabuni champions spoke of Roman occupation, but they had seen no sign yet of foreign invaders. This hunt was just beginning. Also Secrets habe ich keinen entdeckt, weil ich nicht danach gesucht habe, und es gibt Exekutionen als Bonus. Ey! Mess. Those bastards will pay for this! You go no further! Mushrooms! Halten. Bla 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 bla. Gut. So we die if we resist Rome, or die fighting our own. Huh? How'd you get here? Tasty.
Drop him down! Was bist du denn? Your quest ends here. You will go no further. Don't be so sure, traitor. Mushrooms. You'll stay where you stand! We may need assistance!
are you? Where exactly do you think you're going? I'll give you that one. What's this? Don't let him go any further. Why? So you're the one killing all our kin. Your run of luck ends here. King Arthur demands your head on a stake. King Arthur? Where is this puppet of Rome you follow? He has balls trying to take northern villages. I wouldn't worry about Arthur, my friend. Because we'll make sure you never leave this cave alive. Over here! That's it. Get him, brother. Tasty. Ja, cooles Spiel. Wolverblade. Gefällt mir. Einfach, aber lustig. Also ich würde mal sagen, wir kommen jetzt die Tage einfach nochmal her. Im Moment muss ich sagen, bin ich ein bisschen müde von dem Spiel. Es ist zwar nett erzählt und es macht zwar auch Spaß, aber es ist schon ein bisschen eintönig. Nichts gegen Click-Orkin-Spiele, aber ja, mir tut jetzt auch so langsam so ein bisschen der Finger weh. Mi. Ja, nee, also schönes Spiel. Jetzt Abendfüllen ist das nicht, aber für zwischendurch mal ein bisschen Hack and Slay ist das durchaus amüsant. Also, wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Wolverblade. Wir wissen jetzt auch, was es ist. Es ist ein 2D-Action-Spiel, ein Hack and Slay-Action-Spiel.
Wir wissen jetzt auch, was wir machen. Wir wuseln von links nach rechts durchs Bild und metzeln alles nieder, was uns in den Weg kommt. Und kloppen alles kaputt, was uns in den Weg kommt. Aufgabe ist offensichtlich, einen von drei Charakteren auswählen und dann massakrieren wir erst einen der britannischen Stämme, die im Auftrag Roms nach Norden marschieren. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich bald auch auf Römer treffen. Gibt verschiedene Angriffsmoves, gibt verschiedene Waffen, das ist alles ganz amüsant gemacht. Die Story, finde ich, wird ganz cool erzählt. Sie ist natürlich nur angelehnt an die Geschichte, aber sie erzählen sie trotzdem ganz gut. Mir gefällt natürlich auch der schottische Akzent. Ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an Braveheart denken. Wir wissen jetzt auch, wie es aussieht. Es ist ein Comic, 2D-Comic-Stil. Also ein 2D-Spiel mit einem Comic, gezeichneten Comic-Stil, finde ich, sieht gut aus. Das Schöne an dem Spiel ist dadurch natürlich auch, es ist zeitlos. Das sieht auch in 10 Jahren immer noch geil aus, weil warum sollte das altern? Die Steuerung ist soweit eingängig. Das Einzige, was ein bisschen problematisch ist, das zeigt Tasten an. Wenn man die drückt, passiert nichts, weil die Tasten auf die englische Tastatur eingestellt ist. Da muss man mal gucken, dass man das vielleicht einstellt. Oh ja. Also das kann man einstellen. Ach guck mal, auf 1 hätte ich die Wölfe rufen können. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Macht ja nichts. Weil dadurch musste ich manchmal erstmal ein bisschen rumexperimentieren und dann ist das auf Ü oder auf P statt auf der Taste, von der man eigentlich erwartet, wo sie sein sollte. Aber das ist ja alles kein Ding. Alles in allem finde ich ein sehr schönes Hack-and-Slay-Action-Spiel für zwischendurch, jetzt wirklich abendfüllend. Gut, will das Spiel ja auch gar nicht sein. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Denke ich. Ja, auf jeden Fall seltsam. Finde ich ein rundum eigentlich schön gelungenes Spiel, sowohl von der Atmosphäre. Ich habe jetzt den Sound, also die Musik, ausgemacht, weil sie einfach selbst auf niedrigster Stufe sehr laut ist. Einen echten Mehrwert bringt sie ohnehin nicht. Also nein, sie ist schon schön, ja, das ist nicht das Ding, aber auf Dauer würde ich einfach nur Kopfschmerzen bekommen, was halt wirklich sehr laut einfach eingestellt ist. Das ist wirklich ganz niedrig eingestellt. Aber die Soundfiles generell finde ich auch gut gemacht. Also generell von der Story, Darstellung, Musik, Sounds, finde ich das wirklich ein atmosphärisch schön gemachtes Spiel. Dafür, dass es ja eigentlich ein vergleichsweise einfaches Spielprinzip ist, da haben sich die Entwickler da auch wirklich Mühe gegeben. Also wer solche Spiele mag und so ein bisschen pseudo-historischen Hintergrund, der hat hier definitiv seine Freude, denke ich. Ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen eigene Playlist dranlegt. So ein bisschen schottische, Braveheart-inspirierte Musik, glaube ich, wäre da auch ganz nett. Also das Spiel hat ja seine eigene Musik, die passt ja auch so ganz gut, aber ich könnte mir das trotzdem gut vorstellen, wenn man das die Musik des Spiels ausmacht und stattdessen Braveheart Theme oder sowas dazu laufen lässt. Auch wenn das natürlich ganz andere Ära ist, das ist völlig unbestritten. Aber dadurch, dass die hier kein Gälisch sprechen oder Keltisch, sondern halt ein schottisches, also ein Englisch mit einem schottischen Akzent, passt das halt irgendwie, also gefühlt nach die blaue Bemalung, die ja auch... Ich fange jetzt gar nicht erst an, den Erklärbild wieder rauszuholen. Das ist schon in Ordnung. Wir einigen uns jetzt einfach drauf. Wolverblade, schönes, gelungenes Action-Splatter-Hacken-Slay-Spiel. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Ich glaube, ich werde die Tage nochmal reingucken und dass wir nochmal ein bisschen uns vorankloppen bis zu den Römern. Da bin ich schon gespannt, wie die aussehen. Immerhin von der Story sollen wir auf die 9. Legion treffen. Jetzt habe ich schon wieder Bock drauf, die Filme zu gucken, Adler der 9. Legion und wie ist nochmal der andere? Centurion? Centurio? Irgendwie so, gell? Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt Spiele ausmachen und einen Filmabend starten. Ausgelöst durch das Spiel und wir sehen uns im nächsten Video zum nächsten Spiel. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.